Die vertrocknenden Blüten der Schneeballhortensie und der Rispenhortensie. Die letzten Blüten der Herbstanemonen. Ein Garten ist immer attraktiv. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Ich lade Sie heute ein zu einem Besuch eines Wüstengartens in der Steiermark. Wir unternehmen einen Abstecher in die Lagunenstadt und besuchen einen geheimen Garten in Venedig. Von mir gibt es Praxistipps rund um die Töpfe für unsere Pflanzen. Auf der Gartentulln machen wir die Gartenpflanzen winterfit und Uschi widmet sich der Schärfe des Ingwer. Blumentöpfe im Garten, ja, die gibt es bei mir wirklich zuhauf. Ich habe viele, viele Kübelpflanzen und da gibt es ein Ritual, so wie in vielen anderen Familien. Wenn die Kübelpflanzen zum Einräumen sind, gibt es bei uns ein Wildessen. Immer dann, wenn es heißt, beim Bloberger gibt es ein Wildessen, dann werden die Schwestern und Schwager eingeladen und sie wissen ganz genau, nicht zu schön anziehen, denn dann heißt es schleppen. Die Palmen, die Oleander, die Olivenbäume. Schwere Töpfe, oft zu dritt können wir die nur ins Glashaus oder in den Keller oder in den Überwinterungsraum bringen. Und als Belohnung gibt es dann ein Wildessen. Insgesamt sind es an die 600 Töpfe, die eingeräumt werden müssen. Die kleinen, ja, die kann ich selber tragen, aber die großen, da brauchen wir die Kraft und da gibt es eben dieses wunderbare Essen. Im Frühling und im Herbst. Einmal zum Ausräumen und jetzt wieder zum Einräumen. Keine Probleme mit dem Einräumen von Pflanzen hat die Familie Gussmark in der Steiermark. Dort sind nämlich die vielen Wüstenpflanzen im Freien. Der Garten zeigt eine große Vielfalt an trockenheitsverträglichen Pflanzen, die mit besonderen Formen und Farben bestechen. Herzlich willkommen in unserem Wüstengarten. Meine Mama und ich, wir sind beide gelernte Gärtner und wir haben da einen Garten angelegt, der ein bisschen anders ist. 2003 war ein sehr trockenes Jahr und da haben wir uns überlegt, einen Garten zu anlegen, den man nicht bewässern muss. Unser Wüstengarten ist sehr artenreich, der Schwerpunkt liegt auf den trockenheitsverträglichen Pflanzen und es blüht eigentlich immer irgendwas. Das ist unser erstes Beet, da stehen etliche Versuchspflanzen drinnen. Wir testen da die Pflanzen bezüglich einer Winterhärte. Bei manchen steht zum Beispiel im Buch, das sind nicht ganz winterhart und das versuchen wir da eben rauszukriegen. Also ein Kandidat wäre da zum Beispiel der winterharte Elefantenfuß. Der steht da jetzt schon Zeitl und macht sich da recht gut. Eine ganz besondere Pflanze ist da die Königin Victoria Agave. Die steht da schon seit 15 Jahren und hat schon minus 17 Grad ausgehalten. Allerdings kriegt die im Winter einen ganz besonderen Schutz, da bauen wir nämlich ein Regenschutzdach drüber. Für so spezielle Pflanzen haben wir heuer ein neues Beet gemacht, wo eben die einen bestimmten, ganz trockenen Lebensraum vorfinden. Da sind wir jetzt im Neichenbeet. Das habe ich bauen müssen aus verschiedenen Gründen. Erstens bin ich Pflanzensammler und meine Frau, die Birgit, hat auch einen Herzenswunsch gehabt. Und das war ein einjähriges Beet mit Dahlien, Phlox und Stachelmohn und mit dem kalifornischen Mohn. Für die Pflanzen, die empfindlich sind, habe ich eine Felswand gemacht mit überhängenden Steinen. Wichtig ist für die Pflanzen in dem Bereich, dass sie vom Ofen, vom Regen geschützt sind. Das bisschen Wasser, was sie brauchen, kommt durch Sickerwasser von hinten. Und dadurch erspare ich mir eigentlich, dass ich den aufwendigen Winterschutz machen muss. Zwischenräume sind mit Schotter gefüllt. Also nur Sand und Schotter sind da drinnen. Das ist ganz wichtig für die Pflanzen. Die wollen keinen Humus haben, sondern eine ganz schottrige, durchlässige Erde, sodass es nicht zu Fäulnis im Wurzelbereich kommen kann. Dadurch wachsen auch empfindliche Pflanzen wie Kakteen da und andere Sukkulenten. Und es ist immer das Um und Auf für solche Besonderheiten im Garten. Das ist die sogenannte Welle. Der Gerhard schimpft zwar, wenn ich so sage, aber das ist wirklich das einzig durchdachte Beet in unserem Garten. Da haben wir natürlich wieder Platz gebraucht für unsere vielen Jucker nachzuchten. Und auch die Umrahmung ist diesmal ein bisschen ausgefallen. Das ist das sogenannte rote Straußgras. Das ist ein heimisches Gras. Das haben wir da bei der Böschung ausgegraben.
Ganz besonders stolz bin ich auf die Idee mit der Gaura, mit der Brachkerze. Eigentlich ist der Gerhard ja der Chef und macht den Gartengestaltern bei uns. Aber da haben wir eben was Leichtes, was Luftiges gesucht. Und ich habe mir gedacht, die Gaura, die blüht wirklich den ganzen Sommer und die macht da sich richtig schön was her. Ja, aber nicht nur die Birgit, auch ich habe einen Herzenswunsch gehabt und das war schon lange Zeit ein Wäldchen aus Andentannen unterbepflanzt mit einer Reihe verschiedenen Präriestauden. Üppigkeit ist uns sehr wichtig, dass bunt ist. Also wir haben sehr gern tolle Kontraste zwischen Laub, zwischen Blütenform. Und wir lassen das auch eigentlich den ganzen Winter stehen und schneiden das dann erst zum Frühling wieder aus. Einfach unglaublich. Diese Vielfalt im Wüstengarten, so herrlich. Und nach einem harten Arbeitstag trinken wir da miteinander ein gutes Glas Wein. Zum Wohle. Prost. Ja, die einen haben einen Garten, die anderen haben keinen Garten, dafür haben sie vielleicht eine Terrasse mit vielen Töpfen. Und da gibt es den ewigen Streit, Kunststofftopf oder Tontopf. Also ich persönlich bin für den Tontopf, auch wenn er manchmal große Nachteile hat. Eine Windböe und die Pflanzen fallen um und es gibt viele, viele Scherben. Also ich habe eine ganze Kiste davon, von diesen Scherben. Man kann sie gut verwenden, zum Beispiel zum Abdecken des Abzugsloches und zum Auffüllen unten bei den Kübelpflanzen. Aber der Vorteil, sage ich, überwiegt. Das Klima im Topf ist, glaube ich jedenfalls, bei den Tontöpfen deutlich besser. Die Pflanzen bekommen Luft zum Atmen und vor allem, wenn man einmal zu viel gießt oder wenn es zu viel regnet, dann verdunstet das Wasser besser. So, die Vorteile des Kunststofftopfes. Das Wasser verdunstet nicht so schnell. Gerade in einem heißen Sommer ist es ideal, weil die Feuchtigkeit sich in der Erde besser hält. Doch aufpassen, ein schwarzer Topf zum Beispiel ist ganz, ganz gefährlich im Sommer, weil die Wurzeln drunter verbrennen, weil es so heiß wird drinnen. Einen Vorteil hat der Kunststofftopf noch, man kann ihn ganz, ganz leicht reinigen. Im Gegensatz zum Tontopf, der setzt über die Jahre hinweg natürlich Patina an. Also ich finde die ja ganz besonders reizvoll. Ich finde sie auch reizvoll. Aber bei uns am Gartentelefon, am Natur im Gartentelefon, gibt es oft Fragen, wie kann ich denn diesen Kalkfilm, der sich da drauf bildet, entfernen? Das geht im Prinzip ganz, ganz einfach. Man nimmt Wasser und Essig. Und zwar etwa im Verhältnis 1 zu 10. Je höher der Essiggehalt ist, desto schneller ist der Topf zu reinigen. So, beim Arbeiten immer Handschuhe tragen, denn der Essig ist natürlich sehr aggressiv. Am besten ist es, wenn man die Tontöpfe über Nacht einweicht. Dann wird der Kalkfilm relativ rasch entfernt. So, und da sieht man schon, es beginnt sofort, sich der Kalk aufzulösen. Man könnte ja meinen, dass zu viel Essig den Pflanzen schadet. Auch das haben wir von Natur im Garten untersucht. Der pH-Wert, der sich da ändert, hat keine Auswirkungen auf das Wurzelwachstum. Trotz allem natürlich nach dem Reinigen den Topf immer gut abspülen, aber dann kann man ihn verwenden, so als ob er neu wäre. Die Säure lässt den Kalk verschwinden, löst den Kalk auf und da sieht man, nach kurzer Zeit schaut der Topf schon fast aus wie neu. Nachher gut spülen und fertig ist die Reinigung. Töpfe sind natürlich nicht nur im Freien ganz, ganz wichtig, sondern vor allem im Zimmer. Und da gibt es eine ganz, ganz große Auswahl. Töpfe, die das Gärtnern auch im Zimmer ziemlich bequem machen. Beginnen wir bei einer der beliebtesten Pflanzen, nämlich bei den Orchideen. Da ist das große Problem immer, dass die Pflanzen niemals im Wasser stehen dürfen. Also gibt es spezielle Töpfe, die unten so einen kleinen Höcker haben. Toll! Damit gibt es auch kein Problem mit Staunässe. Ganz genau. Man kann die Pflanzen gießen, zum Beispiel auch ins Wasser tauchen. Und das überschüssige Wasser, das da noch abfließt, ist nicht bei den Wurzeln, sondern eben da unten im Topf drinnen. Also ein ganz, ganz wichtiger Hinweis bei den Orchideen. Ein wenig empfindlicher ist
die Azaleen. Und da gibt es auch einen Trick. Die brauchen nämlich sehr, sehr viel Wasser, dürfen aber auch niemals im Wasser stehen. Dieser Topf hier ist zum Beispiel geeignet dafür. Wasserstandsanzeiger, unten ein Wasserreservoir. Und damit die Pflanze wirklich zu dem Wasser kommt, gibt man in den Topf hinein einen Docht. So, jetzt hängt der Docht in das Wasser hinein. Man füllt rundherum auf, sieht auch immer, dass ausreichend Wasser drinnen ist am Wasserstandsanzeiger. Und der Pflanze geht es wirklich gut. Denn wenn Azaleen zum Beispiel einmal austrocknet, ist sie mit Sicherheit kaputt. Ja, die Pflanzen brauchen Pflege. Nicht nur drinnen im Zimmer, sondern auch draußen. Vor allem jetzt, wo der Winter vor der Tür steht. Wie man diese Pflanzen gut einwintert, das zeigen uns jetzt Sarah und Paul auf der Gartentullen. Viele Pflanzen, die ob ihrer Größe im Garten bleiben, aber nur bedingt winterhart sind, brauchen einen speziellen Winterschutz. Auch diese japanische Faserbanane. Die unteren Blätter werden entfernt, bleiben aber gleich als unterste Schutzschicht liegen. Dann wird um den Stamm ein Drahtgitter aufgestellt, mit Stäben aus Bambus oder Haselnuss gestützt und anschließend gute 50 cm hoch mit Laub gefüllt. Alternativ kann man dafür aber auch Stroh zum Befüllen oder außenrum eine Schilfmatte verwenden. So geschützt beginnt die Pflanze dann im nächsten Jahr gleich weiter oben auszutreiben und der Stamm bleibt freistehend sichtbar. Auf diese Weise werden auch alle anderen einziehenden Pflanzen im Garten geschützt. Bei den immergrünen Gehölzen muss man noch vor dem Frost gründlich gießen. Sonst besteht nämlich die Gefahr des Vertrocknens in langen Frostperioden. Ein in die Erde geschlagener Holzblock nimmt in weiterer Folge die Schneelast auf. Dann werden die Äste nach oben gebunden, aber vorsichtig, um sie nicht zu beschädigen. Denn anders als zum Beispiel bei den Gräsern werden diese Sträucher ja im Frühjahr nicht bodeneben zurückgeschnitten, sondern sollen ihre Äste behalten. Auch hier wird der Wurzelbereich zum Frostschutz mit Laub oder Mulch ca. 15 bis 20 cm dick abgedeckt. Und anschließend mit einem Vlies umwickelt, als Schutz gegen Sonne und Wind. Die meisten Laubbäume brauchen eine andere Art von Schutz. Und zwar einen sogenannten Stammanstrich. Diese weiße Biofarbe, angerührt aus Kalk, Gesteinsmehl, Kieselsäuren, Kräuterextrakten und wertvollen Spurenelementen schützt die Rinde der Bäume vor Rissen durch übermäßige Erwärmung des Stammes und hält die Rinde elastisch. Mit ein wenig Aufwand und der jeweils abgestimmten Schutzmaßnahme können wir uns jedenfalls schon auf vitale Pflanzen im nächsten Jahr freuen. Ja, wenn man an den Winter denkt, dann denkt man schnell an einen wärmenden Tee und da ist man rasch beim Ingwer. Ob als Gewürz im Essen oder eben als Zutat im Tee, dieses würzige Rhizom hat eine ganz, ganz große Würzkraft und auch Heilkraft. Was man daraus machen kann, das zeigt uns jetzt die Uschi. Dieses Jahr kümmere ich mich nicht in letzter Sekunde um meine Weihnachtsgeschenke. Und dieser Vorsatz, der verlangt nach Umsetzung. Deswegen gehen wir es gleich mal an. Normalerweise verschenke ich nämlich sowieso immer Selbstgemachtes. Und weil bei uns ja seit einigen Jahren biologisch angebauter Ingwer wächst, werde ich mich jetzt um diese scharfe Wurzel bzw. um dieses Rhizom ganz besonders kümmern und werde auch selber welchen anbauen. Die Inhaltsstoffe vom Ingwer ähneln so ein bisschen von der Wirkung her dem Aspirin. Nur halt ohne Nebenwirkungen. Allerdings kann man den Ingwer auch anders
verwenden, also man muss ihn nicht unbedingt trinken, falls der innerlich zu scharf ist. Kompresse, Inhalation, bei Rückenschmerzen zum Beispiel auflegen, bei Husten und Bronchitis. Das Einzige bitte immer bezüglich der Schärfe testen und auch bezüglich Hautreizungen. Vielleicht da immer am Puls ein bisschen was vorher drauf und schauen, ob man den Ingwer äußerlich eh gut verträgt. Ja, und hoffentlich wird das Reisen bald wieder ein Thema, denn Ingwer ist die beste Notfallsmedizin gegen Seekrankheiten und Reisekrankheiten. Weil ich asiatische Gerichte so gern mag, hat der Ingwer entweder roh oder auch in kandierter Form in meiner Küche immer eine Hauptrolle. Vor ein paar Wochen habe ich Ingwermarmelade gemacht. Und der hat mir am Allerheiligenstritzel besonders gut geschmeckt. Das ist aber so, dass die Marmelade auch nach Allerheiligen auf einen Stritzel immer gut schmeckt. Meine Freunde und Gäste haben sich allerdings wirklich in diesen Ginger Rogers verliebt. Das ist mein Ingwer-Sirup, manches Mal mit Fruchtfleisch, manches Mal ohne, manches Mal mit ein bisschen Kurkuma, manches Mal ohne. Für das Sirup-Rezept braucht man ganz einfach eine frische Ingwerwurzel mit Schale, die ist ja bio, und die reibe ich da jetzt einmal. Das ist nämlich die schnelle Variante von diesem Sirup. Aufpassen auf die Finger. So, jetzt kommt noch ein bisschen Kurkuma-Wurzel dazu. Für die Gesundheit und für die schöne Farbe. So, das genügt jetzt. Und das gebe ich jetzt da mal zum besseren Verrühren. Da hinein. So. Was braucht man noch? Ja. Schuss Zitronensaft für das Immunsystem. Ein bisschen Süße, außerdem Honig ist ja auch quasi Medizin noch dazu, weil ja das ein Kaltansatz wird. Ah, das darf ruhig ein bisschen mehr sein. So. Und das Ganze gieße ich jetzt mit Wasser auf und verrühre das einmal ein bisschen. Und jetzt mit Hilfe von einem Trichter in eine Flasche füllen. Mit dem ganzen Fruchtfleisch am besten. Wenn es sich verstopft, muss man ein bisschen nachhelfen. Dieser kalt angesetzte Sirup hält sich ein bis zwei Wochen lang gut im Kühlschrank. Ich nehme dann meistens so ein kleines Stamperl, Ingwer-Shot. Aber den Sirup kann man natürlich auch mit heißem und kaltem Wasser aufgespritzt trinken. Wenn er allerdings haltbar sein soll, dann empfehle ich, entweder mit oder ohne Fruchtfleisch, Ingwer pürieren oder ansetzen und dann einmal aufkochen. Und dann, das ist zum Beispiel so einer, und dann erst in Flaschen abfüllen. So ist es dann auch ein schönes Geschenk. Beziehungsweise, Sie können durchaus auch ein bisschen Wodka dazu, dann haben Sie einen wunderbaren Ginger Rogers Ingwer Likör. Und der hält sich zumindest so lange, bis er ausgetrunken ist. Vom Ingwer-Sirup kommen wir jetzt zum Limoncello. Jedenfalls denke ich an den sofort, wenn ich Venedig vor Augen habe. Viele haben da den Markusplatz vor Augen oder die Gondeln. Dabei bietet Venedig auch etwas ganz Besonderes, nämlich geheime Gärten. Und einen davon schauen wir uns jetzt an. Einen wahren Traum hat sich die Wienerin Liselotte Höß mitten in Venedig geschaffen. Und der erstreckt sich auf unglaubliche 1000 Quadratmeter Garten. Beim Betreten des Gartens lässt sich allerdings die Dimension noch nicht erfassen. Ein Weg an Palmen und Statuen vorbei, der mich zum Mittelpunkt des Gartens führt, der schon fast einen Dschungel ähnelt. Ich treffe die Künstlerin und sie zeigt mir ihren Lieblingsplatz im Garten.
Lieselotte, dieser Garten hier hat eine wirklich lange Geschichte. Wie lange gibt es den schon? Den Garten, den gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert. Und das war der erste botanische Garten Europas. Wie die Italiener angefangen haben, also die Venezianer, die Weltmeere zu erobern. Und da haben sie Pflanzen mitgebracht. Und der hat die hier angepflanzt. Und erst später sind die in den botanischen Garten nach Padova gekommen. Gibt es da noch einen Bestand aus dieser Zeit? Ganz vielleicht alte? Dieser ganz alte Baum, diese große Magnolie, die ist ca. 250 bis 300 Jahre alt. Der Garten ist in zahlreiche Räume unterteilt, die ihn optisch noch größer wirken lassen. Viele der Pflanzen, die hier gedeihen, waren Geschenke oder Andenken an Reisen. Ich habe zum Beispiel den Alkanthus aus Griechenland, die Aquileien, ich glaube, die habe ich aus Südfrankreich gekriegt, den Samen. Die Palmen zum Beispiel, da hat mir ein Brasilianer zwei Samen geschenkt. Und die du jetzt siehst, diese riesen Palmen, die sind alle von mir. Das sollte man ja fast nicht glauben. Zwischen dem Dickicht und den blühenden Staudenbeeten schauen überall kleine Kunstwerke hervor. Und man merkt sofort, dass Lieselotte ihren Sinn für Kunst auch in den Garten einfließen lässt. Verbindet dich die Kunst mit dem Garten in irgendeiner Form? Naja, der Garten gibt dir Ruhe und Ausgeglichenheit. Also ich bin jetzt schon 50 Jahre fast in Venedig und ich wäre nicht mehr hier, wenn ich da nicht den Atem hinter mir hätte, was der Garten ist. Wir haben ja sogar Uhu da herinnen. Wirklich vorher? Mhm. Ja. Da hört man in der Nacht Uhu, Uhu, Uhu. Dürfen wir raufschauen in dein Studio? Können wir raufschauen, natürlich. Das Atelier von Lieselotte Höß befindet sich im ersten Stock. Und da war immer ein Atelier? Das war immer ein Atelier. Das war sogar ein Atelier schon im 16. Jahrhundert, und zwar war hier La Scuola Libera del Nudo, also die Nacktzeichnung war hier. Früher beschäftigte sich Lieselotte mit Ölbildern. Dann wechselte sie über Hinterglasmalerei und Wandbehänge zu den Teppichen, die in den letzten 8 Jahren ihr Hauptwerk darstellen. Das ist ein Stück Gartenglück, das sich Lieselotte Höß hier in Venedig geschaffen hat. Seit der Vertreibung aus dem Garten Eden sind wir Menschen bemüht, ihn mit der Erschaffung unseres eigenen Gartens wiederherzustellen. Das sagt Christa Haselhorst, und die hat das Buch geschrieben Eden auf Erden oder Die ewige Liebe zwischen Mensch und Garten. In dem Buch unternimmt sie einen Streifzug durch die Geschichte der Gärten, von den englischen Exzentrikern über geniale Dilettanten, verrückte junge Paare, die im Schrebergartenglück sind, bis hin zu Stars der aktuellen Gartenszene. Wunderbare Bilder, viele interessante Texte. Es ist ein richtiges Lesebuch für lange Winterabende. Eden auf Erden, das Buch von Christa Haselhorst, ist im Corso Verlag erschienen. Wenn Sie Gartenfragen haben, wir sind gerne für Sie da am Natur im Garten Telefon. Da können Sie uns anrufen von Montag bis Freitag. Zum Nachlesen aller Tipps finden Sie alles auf naturimgarten.at. Und Sie wissen ja, da gibt es natürlich auch Bücher und Eintrittskarten für die Gartentullen im kommenden Jahr zu gewinnen. Die Gewinnfrage ist ganz, ganz einfach. Mit welchem Hausmittel reinigt man am einfachsten die Tontöpfe? Viele Tipps zum Thema Garten finden Sie auch in der aktuellen ORF-Nachlese. Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren bei unserem kleinen Garten-Rendezvous. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Spaß beim Garteln.